Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV und zum zweiten Teil von Einblick in eine andere Zeitlinie. Heute erzähle ich euch, wie ich einen Pakt mit der geistigen Welt geschlossen habe, um keine Prophetieträume mehr zu erhalten. Außerdem erzähle ich euch, wie meine Vision zu meinem eigenen Unfall mit geholfen hat zu überleben. Und vergesst nicht, meine Social-Media-Kanäle zu abonnieren, meine Posts und Videos zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos und News mehr zu verpassen. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Alexandra von Bewusstsein TV. Wie versprochen komme ich heute zum zweiten Teil meiner persönlichen Geschichte. Einblick in eine andere Zeitlinie. Im ersten Teil habt ihr ja viel Persönliches, also Privates von mir schon erfahren können, wie meine Kindheit abgelaufen ist. Ich möchte jetzt an dem anknüpfen, wo ich bei meinem ersten Video geendet habe. Ich habe euch auch erzählt, dass diese Gabe oder diese Vision, die ich gehabt habe, ich habe sie ja immer noch, aber die haben sich ja verändert, dreimal hintereinander geträumt habe und dann sind sie so 1 bis 3 Wochen später eingetroffen. Und nach dem sogenannten Pakt, den ich mit der geistigen Welt geschlossen habe, wenn ich jetzt ein Buch schreibe oder sie haben ja zu mir gesagt, ich habe in einer Vision oder auch in einem Traum sozusagen die Empfehlung erhalten, ein Buch zu schreiben. Und was ich ja auch dann getan habe, 2005, beziehungsweise das habe ich ja schon 2004 geschrieben. Und ich habe dann eben das Manuskript ja an unterschiedliche Verlage geschickt. Und ein Verlag hat es dann veröffentlicht als gedrucktes Buch, aber auch als E-Book. Seitdem haben sich eben einige Sachen verändert. Also für mich waren es krasse Veränderungen, weil ich ja das mein Leben lang auch gewohnt war, immer solche Träume zu haben. Und als die dann eben nicht mehr stattgefunden haben, also zumindest nicht mehr so stattgefunden haben, zuerst waren sie ja ganz weg und kamen gar nicht mehr. Und das hat sich natürlich merkwürdig angefühlt, weil meine Träume dann halt, ich sag jetzt mal, normal waren. Aber ich habe ja schon immer geträumt oder ich träume immer noch, ist egal, wann ich mich hinlege und schlafe, träume ich. Und wenn ich dann aufwache, also ich würde sagen zu 99,9% immer, was ich geträumt habe. Ich weiß nicht, ob das dann immer genau der Traum war, der zuletzt war oder ob das zwischendrin war, das weiß ich nicht, weil das wechselt ja auch immer. Also bei mir ist es zumindest so. Und ich habe dann einige Feststellungen machen können. Aber jetzt gehe ich erst nochmal zurück, eben zu der Veröffentlichung des Buches. Es war ja dann so, dass als ich dann die erste Resonanz auf mein Buch bekam, also persönliche Resonanz, dass ja, dass eine faszinierende Geschichte oder Geschichten sind, die ich da aufgeschrieben habe. Viele konnten sich dann, da ich das Buch ja auch bei uns in der Umgebung ja damals veröffentlicht habe, beziehungsweise dann auch mit dem Buch zu unserer Buchhandlung vor Ort gegangen bin und die Menschen sozusagen mit meiner Geschichte direkt konfrontiert wurden und wie gesagt mich ja dann auch gekannt haben, gesagt haben, hast du jetzt da ein Buch veröffentlicht, ich habe das jetzt in der Buchhandlung gesehen und ich habe gesagt, ja, ich habe da ein Buch veröffentlicht, ich habe dann auch mal eine Lesung gehalten, die ich selbst organisiert habe, ich habe dann im Rathaus da eine Lesung gehalten, habe dann eben meine Geschichte so vorgetragen. Ich wollte das, also es war für mich, ihr könnt euch ja vorstellen, ich meine, ich habe natürlich sehr viele persönliche Sachen dort in das Buch geschrieben, auch wie ich aufgewachsen bin und natürlich auch von meinen Eltern. In einer Kleinstadt und in einem Dorf kennt man sich ja.
Und deswegen war das natürlich ganz komisch für mich, das Persönliche so preiszugeben. Meine Eltern sind bekannt in der Stadt und mein Vater und meine Mutter waren da auch in der Kirche sehr aktiv und mein Vater war in vielen Vereinen gewesen. Er war auch sehr bekannt oder in der größten Firma dort in der Stadt gearbeitet und von daher kannten sie meinen Vater natürlich auch und meine Eltern. Deswegen war das noch mal schwieriger gewesen, natürlich über so persönliche Sachen zu sprechen. Aber die Resonanz war trotzdem gut, weil die Leute verstanden haben, wie schwierig das ist, mit so einer Gabe umzugehen. Und für mich war das eine Riesenbefreiung gewesen, da endlich mal drüber sprechen zu können, weil ich ja mein ganzes Leben lang immer nur, ja, Ablehnung, aber auch dieses Stigmata habe ertragen müssen, dieses sozusagen, wie man hat mit Finger auf mich gezeigt, das ist die, diese komischen Visionen und Wahrträume und Prophetieträume hat. Ich meine, das macht einen natürlich auch ziemlich fertig. Also das könnt ihr euch ja vorstellen. Ich möchte euch jetzt gerne mal eine Geschichte erzählen, die ich in meinem Buch geschrieben habe. Das ist meine eigene Geschichte beziehungsweise meinen eigenen Unfall, den ich erlebt habe beziehungsweise vorher geträumt habe. Wie gesagt, ich habe es immer dreimal geträumt und dann ist es eingetreten. Und bei meinem Traum beziehungsweise bei meinem Unfall war das ganz merkwürdig. Also ich habe sonst immer das relativ so bis zum Ende geträumt. Die Sachen auch, wie das dann passiert ist und wie der Unfall oder die, ich sag jetzt mal, die Naturkatastrophe geendet ist. Und aber bei mir war das ganz anders. Es stoppte plötzlich. Ich habe ja auch im vorhergehenden Video und Teil schon erwähnt, dass ich immer mit allen Sinnen dabei war. Und so war das natürlich da auch. Es ist folgendermaßen abgelaufen. Ich war 17 und hatte Augenprobleme, schon immer, schon von Kind auf. Ich hatte Allergie gehabt und meine Augen waren immer entzündet. Also ich hatte Bindehautentzündung und bin eigentlich regelmäßig immer nach Würzburg. Das waren immer so 50 Kilometer von dem Ort, wo ich gewohnt habe, musste ich immer dahin fahren. Und weil ich ja erst 17 war und ja nicht Auto fahren konnte, ist eigentlich immer meine Mutter mitgefahren. Wir sind dann da in die Augenklinik oder zum Augenarzt gefahren. Und dort habe ich dann immer meine Untersuchungen bekommen und dann Tropfen verschrieben und so weiter, weil ja das durch den Heuschnupfen dann auch immer sehr, sehr dick war und meine Augen geschwollen. Ich konnte immer wenig sehen dann auch. Und deswegen bin ich glaube, das war immer zweimal im Jahr oder so dann auch hingefahren. Und so war das dann eben da auch. Ich hatte dann auch wieder einen Termin. Das müsste so im Juli gewesen sein. Ich habe dann da geträumt, dass es eben während einer oder während dieser Fahrt nach Würzburg zu diesem Termin zu einem Unfall kommt. Zu einem Autounfall mit mir. Also ich war da dabei. Also normalerweise ist es immer so, wenn ich so Visionsträume habe, dann fungiere ich immer so als Beobachterin. Also ich habe so eine Draufschau, ne, auf diese Situation, aber bin aber trotzdem mit den Gefühlen dabei. Aber bei mir war das eben was anderes. Also ich war direkt dabei und ich spürte, dass das mein Unfall war und dass es mich betrifft. Und das war natürlich für mich ganz komisch. Also, ihr könnt euch ja vorstellen, wenn man selber seinen eigenen Unfall träumt oder ja, denkt, also man ist da selbst involviert, ist das nochmal eine ganz andere Qualität. Und so war das natürlich bei mir auch. Und ich habe dann geträumt, dass ich also erstmal
dass es was mit diesem Augenarzttermin zu tun hat. Ich habe dann genau geträumt, was ich anhabe, welche Kleidung ich trage. Ich habe geträumt, wer mich dorthin fährt. Das war mein damaliger Freund. Was für ein Auto er hat, das wusste ich ja. Und das war auch in Bezug eben mit dem Auto da und wie die Situation abläuft. Also ich habe die Situation kommen sehen und dann stoppte es plötzlich. Und da war ich dann immer ganz verwirrt. Das träumte ich eben dreimal hintereinander. Und jetzt komme ich zum Ablauf. Also ich hatte den Termin bei dem Augenarzt. Mein Freund hat mich abgeholt. Ich bin eingestiegen und wir sind dann losgefahren und hatte eine Lederjacke an. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe dann gespürt, wie so ein Déjà-vu-Gefühl hatte ich. Das war merkwürdig, als würde ich so in einen Sog gezogen werden und ich konnte es spüren, dass es eben heute der Tag ist. Aber da das an eine bestimmte Stelle aufgehört hat, der Traum, wusste ich ja nicht, wie es zu Ende geht. Sterbe ich oder überlebe ich? Das wusste ich ja nicht. Ich meine, ich würde ja, wenn ich nicht überlebt hätte, nicht hier sitzen. Aber mir kommt gerade ein Gedanke, den muss ich euch jetzt einfach mal mitteilen. Vielleicht bin ich ja doch gestorben. Weil ich habe seitdem ganz merkwürdige Erfahrungen seit dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt oder jemand von euch das auch kennt, dass ihr das Gefühl habt, einfach übersehen zu werden. Vielleicht hängt das irgendwas damit zusammen und es hat irgendwas geswitcht oder, wie gesagt, ich bin vielleicht doch wirklich irgendwie gestorben oder in eine andere Zeitlinie gerutscht. Das kommt mir jetzt gerade so als Gedanken. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen, weil so sind auch meine Visionen, die ich immer bekomme. Und wenn ich dann über irgendwas spreche oder ja so ein, ich sag mal, ein Seelenplan-Reading mache, dann bekomme ich auch solche Eingaben. Und diese Eingaben teile ich dann auch immer meinen Klienten mit und liegt dann auch immer richtig. Und vielleicht ist dieser Gedanke, der mir jetzt gerade eben kam, vielleicht ist es die Erklärung, die ich mir oder die ich die ganze Zeit gesucht habe. Aber jetzt mal weiter dazu. Und wir sind dann also da entlang gefahren und es kamen mir diese Menschen, diese Autos, Fahrräder entgegen, wie ich sie geträumt hatte. Wir sind dann abgebogen in Richtung Würzburg und ich spürte, dass diese Situation jetzt kommt. Und ich muss dazu sagen, dass ich versucht habe, aus dieser Situation rauszukommen. Also ich habe versucht, den Termin abzusagen. Und die Sprechstundenhilfe von dem Arzt, die war ganz böse und komisch zu mir gewesen. Sie hat gesagt, nee, also du verstehst doch, das dauert immer ein halbes Jahr, bis wir dir wieder einen neuen Termin geben können. Und also die war ganz böse. Also ich konnte den Termin nicht absagen. Ich musste den wahrnehmen. Gut. Ich habe dann gedacht, alles klar, wenn das so ist, dann muss ich mich dem hingeben, weil ich wusste ja von vornherein schon, dass ich viele Situationen ja nicht ändern kann. Und so habe ich dann halt auch gedacht bei mir, also ich kann meine Situation dann auch nicht ändern. Ich muss mich dem hingeben und habe gedacht, gut, wenn das Ende meines Lebens sein soll, dann ist es so, dann muss ich das ja so annehmen. Ja, und ich habe dann halt gedacht, wie gesagt, bevor wir noch losgefahren sind, ich hatte es auch vorher meinem Freund erzählt und er hat gesagt, ach, mach dir keine Gedanken, passiert schon nichts, ne, ist klar. Was soll auch passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, du stirbst. Der war damals auch noch bei der Feuerwehr und Sanitäter, also Rettungssanitäter, und hat gesagt, ja, kein Problem, ne, so wie es halt ist. Aber ich habe mich da natürlich auch fertig gemacht oder die Situation hat mich fertig gemacht, was die Leute, die sowas ja nicht betrifft, ja auch gar nicht so verstehen können. Und ich habe halt dann auch die Klamotten angezogen, die ich
da auch im Traum gesehen habe. Also es war ja warm draußen und ich habe eine Lederjacke angezogen und ich hatte das auch im Traum gesehen, wusste aber auch nicht den Zusammenhang, wieso, weshalb, warum. Ich meine, früh ist ja noch, immer noch ein bisschen kühl und frisch und dachte, okay, ich ziehe das jetzt an. Hat vielleicht auch einen Grund. Das war auch das Richtige, was ich getan habe. Also wir sind dann da entlang gefahren und kamen dann eben auf diese Bundesstraße. Das waren ja nur noch ein paar hundert Meter zu dem, ich sag jetzt mal, Unfallort, wo es dann hätte passieren sollen. Und ich bin ja dann, habe versucht, ja ganz locker da zu bleiben, habe mich dem hingegeben und habe eben auch gemerkt, ja, wie gesagt, die Autos, die ich geträumt hatte, kamen mir entgegen und auch die Situation, diese Fußgänger, also es war haargenau so. Und dann kam die Situation, dass wir eben ja schneller gefahren sind. Man fährt ja auf der Bundesstraße 100. Und wir kamen dieser Stelle immer näher. Und ich wurde immer aufgeregter und aufgeregter und aufgeregter. Aber es sollte ein LKW uns entgegenkommen, der da aber noch nicht war. Ich habe den da noch nicht gesehen. Nur es war eine Kurve, wovon man die Sicht so ein bisschen durch die Bäume, die ja im Sommer sehr belaubt sind, nicht so einsehen konnten. Und als wir dem da noch näher kamen, dieser Stelle, auf einmal plötzlich war dieser LKW da. Und es war so, dass aus diesem LKW in der Nähe ist ein Steinbruch und der LKW kam uns entgegen aus dem Steinbruch und war aber leer. Das war auch das, was ich geträumt habe. Und trotz alledem sprang aus dem Anhänger hinten raus ein großer Sandstein. Der war vielleicht so, ich weiß nicht so, vielleicht so Fußball groß gewesen. Und prallte auf die Straße, praktisch auf unserer Straßenseite auf, weil der entgegenkam, sprang hoch, also ging so ein bisschen auseinander, zersplitterte nicht ganz, was ja auch komisch ist für einen Sandstein, weil Sandstein ist ja weich, wenn der aufkommt auf die Straße, geht er ja kaputt. Das war da nicht so der Fall. Das war auch das, was ich so geträumt hatte. Aufgrund, dass ich meinem Freund das zuvor erzählt hatte, der hat die Situation sofort erkannt und bremste unser Auto ab, weil er gesehen hat, dass der Stein auf die Straße aufschlug und wieder hochhopste, so wie ich ihm das erzählt habe, und uns entgegenkam, beziehungsweise wir ja dem Stein entgegenfuhren und er über die Motorhaube schlitterte, dieser Stein, und bei mir, also so unterhalb in der Scheibe, einschlug. Und mein Freund damals, geistesgegenwärtig, hielt natürlich sofort das Auto an, fuhr rechts ran, fragte mich erstmal, ist alles klar mit dir? Ich war natürlich ganz geschockt. Ich hatte aber zum Glück, weil ich ja die Lederjacke anhatte, auch reagiert, spontan reagiert, wie gesagt, aus dem Bauch heraus. Ich habe mich dann nach links gedreht, habe meinen Arm davor gehalten, wo ich ja meine Lederjacke anhatte, und konnte so meinen Kopf und mein Gesicht vor diesem Steinschlag und vor dieser zersplitternden Scheibe schützen. Und man muss sich das so vorstellen, der Stein ist sozusagen über die Motorhaube geschlittert, unten oder unterhalb dieser Scheibe eingeschlagen und lag bei mir auf dem Schoß. Und die Scheibe durch die Wucht, normalerweise zerspringt die ja komplett. Das war aber nicht der Fall. Die Scheibe war nur, also es war nur dieses Loch drin. Da war natürlich ein bisschen gerissen, die Scheibe, aber sonst war sie ganz und auch bei meinem Freund war die Scheibe noch komplett intakt. Und ich hatte praktisch diese Scherben im Haar hängen gehabt und hatte ein bisschen kleine Schnittwunden im Gesicht, aber es war nicht so schlimm gewesen. Also es hätte viel schlimmer ausgehen können und ich danke heute der geistigen Welt und auch meinen Visionen, dass ich das eben so geträumt habe, weil sonst hätte ich da nicht so
reagieren können. Und wie gesagt, also ich wäre ja heute nicht da, wenn es nicht glimpflich in Anführungszeichen ausgegangen wäre. Und es war dann so gewesen, wir haben dann angehalten, ich bin natürlich mit zitternden Knien aus dem Auto ausgestiegen und der Lkw-Fahrer hielt dann auch an, auf der anderen Seite, auch am Straßenrand, in so einer kleinen Einbuchtung und kam dann zu mir oder zu uns ans Auto und hat gefragt, ob alles okay ist und ob er einen Krankenwagen rufen soll. Musste ja dann auch und die Polizei kam dann auch, der Krankenwagen kam und er hat die Sanitäter, wie gesagt, mein Freund hat ja dann auch mal geguckt, der hat dann seine Kollegen angerufen, auch von der Feuerwehr, hat gesehen, dass bei mir soweit alles okay war. Wir haben dann die Scherben aus den Haaren gemacht und ja, ich habe dann anrufen müssen. Und die haben sich natürlich beschwert, warum ich den Termin nicht wahrgenommen habe, habe denen aber dann auch die Geschichte erzählt. Hatte ja aber zuvor schon gesagt, also ich weiß nicht mehr genau, was ich erzählt habe, weil ich ja den Termin eigentlich nicht wahrnehmen wollte und die halt gedacht haben, okay, ich habe da eine Ausrede gehabt, aber ich habe dann den Polizeibericht und den Krankenwagenbericht dann eben da auch hingeschickt, weil sie sich wirklich beschwert haben, dass ich nicht kam und den Termin nicht wahrgenommen habe, dass sie mir geglaubt haben. Das war meine Geschichte von meinem Unfall, meine persönliche Erfahrung mit meinen Visionen. Und seitdem wusste ich eben auch, oder wusste ich noch eher, dass ich oder dass man an meinen Visionen oder an den Visionen, die ich habe, nichts ändern konnte. Also, dass es vorbestimmt ist, den Seelenweg oder Seelenplan, den man sich vorgenommen hat, dass der so eintrifft. Und jetzt könnt ihr auch verstehen, warum ich versucht habe, eben diese Gabe wegzubekommen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu meinem Pakt, den ich dann eben geschlossen habe mit der geistigen Welt. Ich wollte das eben einfach nicht mehr haben. Und ja, sie waren weg, meine Visionen, zumindest so, wie sie halt aufgetreten sind, dreimal geträumt, eingetroffen. Es ging dann aber einige Zeit ins Land nach der Veröffentlichung und nachdem ich eben Resonanz auf mein Buch bekommen habe, dass diese Visionen eine andere Qualität bekommen haben. Und das haben sie heute noch. Es ist also so, dass wenn ich was, eine Vision habe von einem Ereignis, das eintritt, ich sage jetzt mal Naturkatastrophe, Unglück oder sonst irgendwas, dass es, also ich habe diese Träume nicht dreimal, sondern gleich spontan und oft ist es so, dass sie entweder, dass ich es träume und es gleichzeitig eintrifft, ich weiß nicht, wie ich das sonst anders erklären soll, oder dass es halt nach ein paar Tagen eintrifft. Das war dann so, dass ich auch, wir haben in einem kleinen Ort gewohnt und um in die Stadt zu fahren, die nächstgelegene Stadt, mussten wir einen Berg hinunterfahren und das war oder ist, denke ich, immer noch so ein Unfallberg. So haben wir das immer gesagt. Also es gibt ja so einige Stellen, warum das auch immer so ist, dass da sehr viele Unfälle passieren. Und so ist eben diese Strecke, wo ich dann habe immer fahren müssen, von unserer Ortschaft in die Stadt auch gewesen. Also es ist immer sehr viele Unfälle passiert. Und da hatte ich dann auch wieder einen Visionstraum gehabt, wo ich auch dabei war, wo ich das genau gesehen habe, wie das abläuft. Weil ich in ein Auto steige und fahre dahin und komme dann zu einem Unfall, beziehungsweise ich bin gefahren, bin den Berg hochgefahren und an dieser besagten Stelle, also der Berg im Allgemeinen ist sehr schwierig und ich würde sagen, auf 2, 3 Kilometern ist dieser Berg, ja, passieren halt sehr viele Unfälle und unterhalb dieses Bereiches, also ich kam dahin mit meinem Auto und
Die Situationen passieren ja immer ganz schnell, ne? Man denkt immer so, das ist ein Zeitraffer. Manchmal ist es auch so, als würde die Zeit, auch diese Zeitlinie, entweder geht man dann in eine andere Zeitlinie oder es ist dann wie so angehalten, die Zeit. Man kann es ja immer schlecht erklären. Menschen, die jetzt auch eine Nahtoderfahrung haben oder auch, wie gesagt, solche Visionsträume haben, wissen, was ich meine. Das ist wie so eine. Ja, es passiert wie ein Zeitraffer. So war das da auch. Es kam von oben her, weil ich ja von unten kam, ein Auto angefahren, kam so ein bisschen auf diese Seitenstreifen und rutschte unerklärlicherweise da aus, überschlug sich und kam dann auf dem Kopf liegend zum Erliegen, dieses Auto. Und wie gesagt, ich hatte das ja vorher auch gesehen. Ich bin dann ausgewichen, weil ich, ja, wie gesagt, die Situation habe schon in meinem Traum oder in der Vision habe kommen sehen. Und um den Aufprall, den frontalen Aufprall mit mir zu verhindern, bin ich da schon langsam gefahren, weil ich ja immer spüre, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, ich muss jetzt da reagieren und ich verlasse mich dann wirklich auf meine Intuition, auf mein inneres Gefühl und reagiere dann auch so. Bin dann eben schon ganz langsam gefahren, bin rechts rangefahren. Wie gesagt, hab dann da geparkt, natürlich mit schlotternden Knien, aber ich war ja sozusagen Ersthelfer, bin dann dorthin. Und das Auto hat auch geraucht. Ich war panisch, habe gedacht, oh je, hoffentlich fängt es jetzt da nichts brennen an. Und bin dann da hingegangen zu denen. Aber die Frau und der Mann sind da schon aus dem Auto da ausgestiegen. Und ich war auch ganz froh, dass ich sehen konnte, dass die jetzt keine Verletzungen da jetzt hatte. Hatte aber, ich weiß nicht, hatte ich damals schon Handy oder so? Ich glaube, ich glaube, ich hatte sogar ein Handy dabei. Das war ja 2006 gewesen. Ja, ich hatte schon so ein Klapp-Handy. Und das hatte ich mit und habe dann da auch den Notruf angerufen. Und der kam dann auch. Ich habe das genau beschrieben, wo das war. Und weil die wussten, dass eben dieser Berg da, ich sag sozusagen, ein Unfallberg war, waren die auch immer gleich da gewesen und haben da auch gar nicht lang rumgefragt, haben nur gesagt, wie viele Leute eben da mit involviert waren in dem Unfall. Und ich habe da nur kurz was gesagt. Und dieser Sanitäter, der mich dann sozusagen betreut hat, weil man hat ja dann, ist er da auch im Schockzustand, das wusste der auch, der hat dann gefragt, ob ich nach Hause fahren kann. Und ich habe gesagt, ja, ich kann nach Hause fahren. Der kannte mich auch schon, weil ich durch meine Träume auch immer oder oft Probleme hatte, dass ich so Angstattacken bekommen habe. Und ich hatte euch ja schon zuvor erzählt, dass ich auch in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung war. Ich hatte öfters auch mal Notfälle für mich jetzt, dass ich Panikattacken bekommen habe und halt gedacht, ich sterb. Und da hat mein Mann dann auch mir schon ja den Notarzt mal angerufen und so weiter. Und zufällig dieser Sanitäter war eben auch da gewesen, wo ich weiß nicht, 2, 3 Wochen zuvor war der eben bei mir zu Hause, weil ich wieder so eine Angstattacke hatte mit hohem Blutdruck und ja, wie gesagt, wie so eine Vision wieder hatte. Und damals war die Tochter noch klein. Ich konnte ja da auch nicht einfach irgendwo rumfahren. Und dann kam der eben zu uns nach Hause und hat dann Blutdruck gemessen. Und daher kannte er mich und wusste eben um meine, ich sag's mal, Problematiken und hat gefragt, ob er mich nach Hause fahren soll oder ob er mein Auto nach Hause fahren soll und noch ein bisschen bei mir bleiben soll. Ich habe dann gesagt, nee, nee, das passt schon und ich komme schon nach Hause. Und er hat dann mich echt gefragt, ja, wirklich, meinst du, das schaffst du? Wenn was ist, kannst du mich gerne anrufen. Aber so gestaltet sich eben meine Vision seitdem. Das heißt, ich habe eine Vision. Und
die trifft dann auch ein, kurzfristig. Also es ist nicht dreimal träumen und ich kann mich darauf vorbereiten und so weiter. Nee, das ist es nicht mehr. Also ich habe die Vision und es trifft ein. Ich nutze meine Visionträume jetzt auch dafür, mich auf was vorzubereiten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Vorlesung hatte oder ich habe eine Konferenz oder eine Veranstaltung gemacht, wo ich vorsprechen oder vor vielen Leuten sprechen musste, dann bin ich sozusagen mit diesem Gefühl und mit dieser Vorbereitung in die Träume gegangen. Das mache ich heute immer noch und werde dann sozusagen auf diese Situation vorbereitet, indem ich dann sehe, wie es abläuft, wie viele Leute kommen und was ich dann da sage. Das beruhigt mich. Das ist eine Vorbereitung. Und ich hatte ja auch im ersten Teil schon gesagt, dass wenn jetzt jemand verstirbt oder verstorben ist, so wie zum Beispiel meine Mutter im letzten September verstorben ist, hatte ich das ja auch vorher geträumt. Und wenn natürlich dann die Situation eintritt, ist es immer komisch, das ist klar, aber für mich dann leichter zu verarbeiten. Und ich denke, das ist auch das, was die Visionen mir mitgeben wollen. Das heißt, sie bereiten mich immer auf eine Situation vor. Auch bei diesen Sachen, die ich jetzt erlebe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Vorträge halte oder Interviews mache, ist das auch so. Also ich sehe viele Interviewgäste vorher schon, das fühle ich, wen ich da jetzt habe oder über was ich mit den Menschen spreche. Ich lasse auch viel meine Intuition durch mich sprechen, lehne mich dann zurück und lasse die Fragen kommen, die kommen sollen. Und so begleitet mich das eben, seitdem ich sozusagen diesen Pakt geschlossen habe. Wie kann man sich das vorstellen, so Visionsträume, Visionen zu haben, Dinge von anderen Menschen zu sehen, zu spüren, zu fühlen. Also bei mir zeigt sich das so, dass ich manchmal Bilder gezeigt bekomme. Das habe ich ja auch so gesagt. Also ich möchte, dass ihr mir halt klar kommuniziert, was ich jetzt zu sagen habe. Ne? Also wenn zu mir jetzt Menschen kommen, du kannst natürlich auch zu mir kommen, wenn du jetzt eine Frage hast, deiner Lebensaufgabe nicht so ganz sicher bist oder vielleicht auch deinen Seelenplan, Seelenweg erfahren möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Wie gesagt, wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt und gerne darüber sprechen möchtet, schreibt mich an unter bewusstseintv@gmail.com. Das war's jetzt erstmal von mir. Ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Bis zum nächsten Mal, eure Alexandra vom Bewusstsein TV.